Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming. Auch in dieser Folge möchte ich euch wieder drei verschiedene Spiele vorstellen. Das wird dieses Mal sein Cyclopsy, Stickman Fighting Deluxe und als nächstes noch Disney Find and Seek. Bevor ich loslege, wie immer eine ganz kurze Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist das so, dass ich mein Smartphone, das ist ein Microsoft Lumia 950 XL, in einer neuen Hülle, die ich von einem guten Freund von mir geschenkt bekommen habe. Der hat die nämlich selber bedruckt und deswegen Continuum Gaming jetzt auch auf dieser Hülle. Per USB-C an das Display-Dock von Microsoft angeschlossen habe und damit jetzt eben einen großen Fernseher mit einem Desktop-ähnlichen Zustand befeuere. Wer dazu noch ein bisschen mehr wissen möchte, der kann dann gleich klicken. Also ich habe es euch wieder verlinkt. Da erkläre ich das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher, nochmal ein bisschen genauer, was das alles bedeutet. So, auch dieses Mal habe ich wieder dabei mein Microsoft Foldable Keyboard und die Arc-Maus von Microsoft. Ich verwende da jetzt Microsoft-Produkte einfach, weil ich die hier am coolsten finde. Das ist eine Maus, die man eben durch einfaches Hin- und Herklicken ein- und ausschalten kann. Und außerdem ist sie da durch eben sehr portabel und ich habe sie beinahe immer dabei. Und genau das gleiche gilt halt für dieses Keyboard hier auch. Mache ich das zu, ist es aus und eben sehr schlank, sehr klein. Und ich kann es eben dann auch mit mir herumtragen. So, aber jetzt Schluss damit. Wir schauen uns die verschiedenen Spiele an, die ich vorgestellt habe. Wie gesagt, zuerst schauen wir uns Cyclopsy an. Dafür gehe ich auf die Alle-Apps-Liste. Und wir gucken uns das Spiel mal zusammen an. Cyclopsy ist ein relativ klassisches Spiel, aber ein bisschen aufgewertet. Also, was dahinter steht, ist im Prinzip dieses, wie nennt man das, Two Tones oder sowas, gab es früher mal. Hier ist es aber so, dass man eben mit solchen Zyklopen-Viechern eben spielt. Ist echt ein bisschen süß und irgendwie nett gemacht. Und da schauen wir einfach mal rein, was dahinter steht. So, ich drehe die Musik mal wieder hier über das Keyboard ein bisschen leiser, damit man einfach ein bisschen was von mir versteht, wenn ich hier spreche. Und man sieht, es gibt es in Deutsch und anderen Sprachen. Ich kann es auf Facebook liken oder wir starten einfach los. Also eigentlich ganz simpel. Und ich starte einfach mal das Game. So, und was man hier sehen kann, ist, dass das eben ganz viele verschiedene Levels hat. Ich bin im Moment in Level 11. Ich überlege gerade, ob ich euch jetzt dieses Level zeige oder mal was Einfacheres. Ich glaube, ich gehe mal auf eins, was ich ganz gut gelöst habe, sonst wird es so peinlich. Ich nehme mal hier die 5 zum Beispiel. Und worum es in dem Spiel im Prinzip geht, ist eben möglichst viele von diesen Zyklopen, nämlich die grünen, das sind eure, zum Erfolg zu führen. Und was ihr hier seht, das ist mehr oder weniger ein Puzzlespiel oder etwas in Richtung von, wie nennt man es? Ich kenne das Originalspiel gerade nicht, keine Ahnung, wie der Name war. Auf alle Fälle ist es ein relativ nettes Spiel, einfach nett gemacht wegen den Viechern hier. Und ihr seht jetzt diese Figuren, die grünen sind eben meine, die schwarzen sind vom Gegner. Und die, die eben so einen Wikingerhelm aufhaben, die haben im Moment eine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Und was man hier jetzt einfach macht, ist ein ganz typisches Spiel. Hier seht ihr, ich habe verschiedene Möglichkeiten jetzt zu agieren mit diesen Zyklopen hier. Und ich gehe hier jetzt zum Beispiel hin und dadurch kann ich eben diese anderen Zyklopen dazwischen umwandeln. Das ist dieses ganz typische Zwei-Tone-Spiel, wo eben der Gegner genauso viele Sterne hat wie du und du musst durch Überspringen versuchen, möglichst viele Sterne des Gegners auch zu holen. Das Nette daran ist, es gibt solche zusätzlichen Power-Ups und solche Geschichten, die da weiterhelfen. Zum Beispiel diese Bombe würde jetzt alles in einer Reihe, was da in dieser Reihe eben dazwischen steht, alles töten, was dem Feind gehört. Sterne sind einfach meine Bewertungen, die ich jetzt einholen kann. Und der Ball als Beispiel, der springt dann hin und her. Und irgendwie zufallsbasierend schnappt er sich dann andere Bausterne des Gegners und wandelt ihn in Euro um. Auch schön, ihr müsst nicht immer hundertprozentig gewinnen oder sowas, darum geht es bei dem Spiel nicht, sondern es geht darum, dass ihr diesen Wert hier 50% oder was eben in dieser Aufgabenbeschreibung am Anfang drin gestanden hat, eben zu erreichen. Und das ist gut, denn bei dem Spiel auf 100% zu kommen, ist schon schweineschwer und da braucht man ganz schön viele Anläufe für. Wie gesagt, wenn die Dinger so einen Wikingerhelm haben, kann ich jetzt mit ihnen arbeiten. Und es ist immer schlau, bei dem Spiel an der Seite zu bleiben oder zu versuchen, an der Seite zu bleiben.
Und man kann sich eben auch nur bewegen, wenn man solche Teile hat. Wenn ich da jetzt zum Beispiel hinspringen würde, also nur mit Hilfe des Gegners könnt ihr euch mehr oder weniger bewegen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier hinspringt, hat der Gegner später die Möglichkeit, da hochzuspringen. Was ich natürlich eigentlich vermeiden möchte. Deswegen werde ich das jetzt mal nicht tun, sondern ich werde mal diesen Zug durchführen. Problem ist, jetzt kann er hierher springen, macht er jetzt auch, und aktiviert die Bombe, was mir nicht gut getan hat, wie man hier sehen kann. Ich versuche jetzt natürlich trotzdem zu gewinnen. Ich habe schlechte Chancen, weil das war ein ganz mieser Zug gerade von mir. Aber ich versuche es trotzdem. Diese Teile hier, das heißt, er ist noch nicht da, wird aber bald da einen neuen Gegner haben. Jetzt kann er sich den da holen, macht er auch, genau. Wie gesagt, ich werde das Spiel jetzt hier wahrscheinlich wieder verlieren. Ist cool, dass ich immer, wenn ich euch irgendwas zeige, die ganzen Spiele verliere, selbst wenn ich mir jetzt ein einfaches aussuche. Okay, kann ich da hin? Nee, also das Spielfeld ist jetzt leider auch belegt, da kann ich nicht mehr hin. Ich gehe mal hier hin. Dann kann er jetzt so einen Seitwärtspunkt zum Beispiel machen und jetzt hat er sich den blöden Ball geholt. Und im Endeffekt, ich habe verloren, also ich habe kaum noch eine Chance. Das relativ coole an dem Spiel ist aber, dass man auch mit relativ miesen Karten noch relativ weit kommen kann. Nice. Weil ich halt ganz schnell relativ viele von diesen Viechern mir schnappen kann. Mache ich jetzt auch mal, aber wie gesagt, also eine Chance da jetzt zu gewinnen habe ich eigentlich kaum noch. Denn ich kriege jetzt auch nur einen Stern und so und ihr seht auch, ich habe gerade mal 25 ein Leben verloren, habe ich keine Chance gehabt. So, wir versuchen das Ganze einfach nochmal. Vielleicht versuche ich es dieses Mal mal ein bisschen schlauer anzugehen. Am Anfang ist es noch relativ egal, wohin ihr springt und was ihr so macht. Aber ab jetzt wird es dann interessanter. Jetzt müsst ihr halt ganz stark aufpassen, dass der euch da oben zum Beispiel jetzt nicht erwischt. Das heißt, ich muss ihn davon jetzt abhalten, hier unten einen Punkt machen zu können. Schauen wir mal, was ich als nächstes machen kann. Ich wette, dass ihr jetzt alle wieder da sitzt und euch denkt, so, boah, ist der ein Idiot, hätte man doch dahin springen können und so, das Übliche halt. Aber ich kann es nicht ändern. So, ich gehe da oben in die Ecke. Das ist ein guter Punkt, wo ich jetzt da sitze. Der hilft auf alle Fälle. Wenn ich hier hingehe, dann kann er mir gar nichts. Das ist schon mal gut. Ich leider auch nicht, weil ich komme jetzt an die Bombe kaum dran. Aber egal. Dieses Mal sieht es ein bisschen besser aus, wobei es wirklich bei dem Spiel noch nicht wirklich viel heißen muss, weil wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Sprung hier mache, könnte er mit dem da weitergehen. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal den hier wegzubekommen. Jetzt wird er hier unten hinspringen, ja, macht er. Aber das relativ... Nee, hat leider nicht viel geholfen, egal. Jetzt schnappe ich mir diesen Ball und jetzt könnt ihr sehen, das ist dieses Zusätzliche, was ganz nett ist, weil er halt jetzt... ja, jetzt muss ich ihn hier besiegen, sonst verliere ich das Spiel wieder. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich springe dahin. So, ich hoffe, ja, hat gerade so gereicht. Damit habe ich das Level geschafft, weil ich eben über 50% gekommen bin. Und ihr habt gesehen, das Spiel kann echt schnell sich wieder umdrehen. Also ich hatte zwischendurch, was, 70% oder so knapp, ein bisschen drunter vielleicht. Aber auf alle Fälle war ich ihm völlig überlegen, aber er hat mich schnell wieder ausgeschaltet. Ihr kennt das Spiel. Es ist nett gemacht, es ist einfach süß mit den Viechern da, irgendwie so eine Mischung aus Minion und Slimer aus Ghostbusters, also keine Ahnung, einfach geil. Und ja, das Spiel selbst ist halt relativ simpel jetzt, klar, also ich kann jetzt hier einfach wieder durchlaufen, habe hier verschiedene Levels, die ich spielen kann mit verschiedenen von diesen Power-Ups oder wie man es auch immer nennen möchte und das macht das Spiel auch immer interessanter und einfach netter. Und ihr müsst ein bisschen dabei denken. Also wenn ihr Fan von solchen Denkspielen und Denkaufgaben seid, dann ist das sicher kein schlechtes Spiel und man sollte es unbedingt mal ausprobiert haben. So, ich glaube, dann sind wir auch erstmal durch. Also ich habe jetzt natürlich hier Möglichkeiten, Sachen zu kaufen und hier so Glücksradgeschichten zu machen. Da kann ich mir dann wieder andere Sachen mitkaufen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was das da jetzt zum Beispiel ist. Was ist denn dieses Gold? Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Keine Ahnung. Kann man bestimmt wieder irgendwas Tolles dann später mitmachen. Bin ich aber noch nicht an der Stelle, wo das dann relevant wird. Und
Ja, dementsprechend hier einfach durchspielen. Ihr kennt das Prinzip, das ist bei ganz vielen Spielen schon so, dass man eben jetzt diese ganzen verschiedenen Levels hier spielt und die haben halt einfach unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, weil die sind jetzt nicht, wie wir es vorhin angeschaut haben, immer gleichwertig, dass jetzt immer irgendwie ein quadratisches Spielfeld da ist oder so, sondern es gibt auch schwierige Spielfelder, die halt dann unterschiedliche Unterteilungen haben und so weiter und so fort. Einfach nett und für die Leute, die ein bisschen Rätselspaß und so bevorzugen, sicher eine schöne Geschichte. So, damit wir ein bisschen Kontrastprogramm dazu bekommen, habe ich jetzt rausgesucht Stickman Fighting Deluxe. Ich glaube, Stickman Fighting kennt ihr alle, oder relativ viele von euch. Das ist wirklich so, diese so eine Art Puppenfighting, könnte man es nennen, wie auch immer. Also ihr habt eben einen Stickman, das ist normalerweise ein Viech, was eben ausgebaut ist auf, oder aufgebaut ist aus solchen Strichen einfach, also ein Strichmännchen. Und diese Strichmännchen müsst ihr eben dann in einer Art und Weise auf den Gegner draufschmeißen, so mehr oder minder, dass der von den richtigen Stellen des Strichmännchens getroffen wird und die Arme und Beine, die schlenkern halt hin und her und sind ähnlich wie bei einer Puppe eben nicht irgendwie gelenkt von der Figur, sondern ihr müsst halt versuchen, diese Puppe dann hin und her wackeln zu lassen. Mann, ich wette, das sah gerade affig aus, aber egal. Gut, ich gehe also hier auf Stickman Fighting Deluxe. Das andere Stickman gucken wir uns mal anders an. Das ist ziemlich cool, aber ist für ein weiteres Video. Hat übrigens dann auch nicht wirklich viel mit diesem Strichmännchen und Zeugs zu tun. Aber das, was wir uns jetzt anschauen, schon. So, da gehe ich einfach mal kurz rein. Und wie gesagt, hier geht es jetzt darum, dass man gegen andere kämpft. In höheren Levels, da bin ich jetzt gerade so hingekommen, da kämpft man dann auch nicht nur gegen ein anderes Strichmännchen, sondern mehrere Strichmännchen, die dann einen angreifen. Ihr könnt euch Waffen kaufen und irgendwie Leben und so weiter, also dass ihr halt mehr aushaltet an Schlägen und so weiter. Und das ist jetzt ein Spiel, was man ganz dringend mit der Maus spielen sollte. Tastatureingaben und so könnt ihr da ziemlich vergessen. Am Anfang kommt immer dieses komische Werbedings da. Also das Schöne ist, dass das nicht vollständig durchläuft und im Moment noch keine Werbung drin ist. Also am besten jetzt sofort anfangen, das Spiel zu spielen, weil später wird es vielleicht mal nervig, ich weiß es nicht. Das Schöne an der Anwendung ist, dass es später keine Werbung mehr gibt. So, auch hier wieder ein bisschen ins Audio reinhören. Ich finde es ganz nett, ganz groovy, ganz nett gemacht. Und dreht es wieder runter, damit ihr mich besser verstehen könnt. Ich werde mich jetzt auch mal ein bisschen umdrehen, weil dieses Spiel hier ist gar nicht so leicht. Also einfach so auf die ganz einfache Art zocken ist das nicht. Und das Problem ist, wenn ich jetzt auf die andere Art da rumsitzen würde, habe ich so gut wie keine Chance, das irgendwie zu spielen. Also, wir schauen uns das Ganze mal an. Es gibt hier Einstellungsmöglichkeiten, die ich reingehen kann. Das ist einfach Touch-Bedienung oder über solche, ja, so Swipe-Bewegungsgesten. Ich habe keine Ahnung, wofür es genau da ist. Ich bin eher so der Fan von dem Teil, auch weil die Maus eben dann wie der Finger funktionieren kann, später, wenn ihr es auf dem Smartphone direkt dann spielen wollt. Wir sind hier in der Continuum-Variante davon, deswegen das. Aber ihr habt eben zwei verschiedene Steuermodi. Welcher euch davon besser gefällt, das könnt ihr euch dann eben aussuchen. So, ich gehe mal aus den Einstellungen hier wieder raus. Das ist das Übliche, also Audio-Geschichten halt, wollt ihr die Musik oder die Schläge und die Effekte halt lauter oder leiser haben. Hier könnt ihr verschiedene Sachen kaufen, also so Eigenschaften eurer Stickmans eben. Ihr könnt ihm jetzt andere Angriffsmöglichkeiten geben, ihr könnt Abwehr damit auch verbessern, Angriff verbessern, Geschwindigkeiten verbessern und so weiter. Ihr seht, ich habe im Moment 5780 Punkte erreicht oder Coins oder so, das sind so Erfahrungspunkte, die ihr eben in dem Spiel dann habt. Dafür könnt ihr eben Sachen kaufen, zum Beispiel diesen Schlagring oder diesen, ich denke mal, das ist eine Rohrzange, ich weiß es nicht genau. Und wir gehen aber erstmal rein und ich spiele das Ganze mal. Ich habe bis jetzt noch selber nicht was gekauft davon. Ihr könnt da sehen, es gibt mehrere verschiedene, also im Prinzip einfach Arenen, die ihr hier spielen könnt. Im Moment bin ich in der Ring, wenn ich später irgendwie weiterkomme, kann ich diesen Käfig und so weiter dann freischalten. Dafür brauche ich aber ein bisschen mehr Erfahrung und muss in höhere Levels kommen. Und da geht es noch weiter. Also wenn ich da jetzt draufklicke, dann seht ihr hier, es gibt Dach, Wald, Wilder Schloss, Wilder Westen und ich weiß nicht was alles. Egal. So, der Ring, da gehe ich mal drauf. Und ihr seht, hier habe ich jetzt schon viele von den Sachen gespielt. Wo ich jetzt hingekommen bin, ist dann, dass ich jetzt gegen mehrere spielen würde.
Ich gehe aber jetzt mal hin, damit es nicht so schwer ist, und gehe mal hier ins Level 3. Und wenn ich jetzt wieder verliere wie beim letzten Mal, dann kotzt mich total an, aber meinetwegen, dann ist es halt so. So, wenn ihr in den Kampf kommt, hört sich das Audio auch ein bisschen anders an, nämlich so, wie sich das gehört bei einem Kampfgame. Und wir gehen einfach mal rein. Ich bin der Rote, er ist der Grüne und ihr seht, das ist eben so ein Stickman. Und wenn ich den jetzt anfasse, dann bewegt er sich und ich kann ihn nur steuern, indem ich eben ihn jetzt durch diesen Punkt, den ich hier oben habe, in der richtigen Art und Weise bewege. Und ich muss eben schauen, dass ich den anderen möglichst mit dem Bein oder mit den Armen treffe. Kann ich jetzt dann eben, wie ich das hier im Tour eben draufhauen. Und an den Seiten, seht ihr jeweils, habe ich eben jetzt die Möglichkeit zum Beispiel mich zu heilen, ein Schild aufzubauen, wenn ich das bräuchte. In dem Level bräuchte ich das jetzt noch nicht. Und auf der rechten Seite kann ich eben verschiedene Aktionen ausführen. Zum Beispiel, wenn ich da jetzt was aktiviere, er weicht aus, okay. Ich aktiviere jetzt einfach mal hier die Hände. Dann seht ihr, bewegen sich die Hände eben jetzt, ohne dass ich dafür großartig was machen müsste. Was ich total super abgeschlossen oder ausgenutzt habe in dem Fall. Aber egal, wir haben gewonnen. Gleiche ist mit den Beinen, dann würden sich eben die Beine hin und her schlenkern. Und auf die Art kann ich das Spiel eben spielen und dann eben gewinnen, verlieren, was auch immer. Und wie gesagt, es wird eben komplizierter. Ich gehe hier mal aus diesem einen Level raus und gehe mal in das nächste Level. Ich glaube da drauf. Und wir schauen uns jetzt mal Level 8 an. Da habe ich bis jetzt nur verloren, das seht ihr auch. Also da habe ich noch nicht wirklich abgeschlossen. Nee, stimmt gar nicht. Level 8 habe ich abgeschlossen, aber nur schlecht. Aber Level 9 wäre jetzt, da kämpfe ich eben mit mehreren. Kann ich auch mal reingehen. Und das habe ich noch nicht geschafft zu gewinnen. Also hier gibt es jetzt Grün und Blau gegen mich. Die kämpfen übrigens auch gegeneinander. Das heißt, wahrscheinlich muss ich hier jetzt einfach gucken, dass ich ein bisschen abwarte, bevor ich jetzt wirklich angreife. Und einfach ein bisschen warten, bis sie sich gegenseitig dann kaputt gemacht haben oder so. Aber ihr seht, ich kriege ganz schön was ab. Also dieser rote Bereich hier heißt im Prinzip, was ich abbekommen habe. Und ich habe keine Ahnung, was dieses Orange außenrum heißt. Ich weiß, dass das Schild hat zum Beispiel einen blauen. Ich heile mich mal. Mal gucken, was da jetzt passiert. So, komm her. Futsch. Ja, leider voll draufgegangen, aber ihr habt gesehen, ich habe ihm kräftig eins reingedrückt. Auf alle Fälle, Schild zum Beispiel hat dann eben eine blaue Umrandung. Vielleicht ist das auch, weil er grün ist, dass es dann orange angezeigt wird. Ich weiß es nicht. Oder es ist irgendwie mehr Schaden oder wenn ich ihn dann überhaupt berühre, dass er mich dann fertig macht. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten hier, das Spiel dann zu spielen und eben weiterzugehen. Und vom Gaming-Prinzip her natürlich total simpel, aber gar nicht so einfach, da anständig zu gewinnen. So, damit würde ich sagen, beenden wir jetzt dann auch mal dieses Stickman-Game. Gehe ich mal raus. Und wir gucken das letzte an. Das letzte ist Disney Find and Seek. Und das ist ein Wimmelbildspiel. Aber eins der besten, die ich so gefunden habe bis jetzt. Weil zwei Sachen, die mir echt gut daran gefallen haben. Nummer eins, ich bin Disney-Fan und so, deswegen sowieso cool. Aber eine richtig geile Geschichte dabei ist, dass der Erzähler wirklich echt super herausragend gut ist. Also wirklich hohe Qualität von der Geschichte, die einem außenrum erzählt wird. Ich starte es mal, weil das lädt auch ein bisschen, dann kann ich auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Disney, Find and Seek. So, und ich habe es extra nochmal neu installiert, damit ihr auch den Anfang sehen könnt, weil anders wusste ich nicht, wie ich wieder zurück zu dieser coolen Erzählgeschichte kommt. Ich hoffe, dass es jetzt auch diese Erzählung nochmal bringt. Dass es jetzt nicht irgendwo noch zwischengespeichert irgendwelche Daten da waren. Dreh mal die Lautstärke ein bisschen hoch. Wie gesagt, der Erzähler in dem Game und so die Motivation und so ist echt schön gemacht und man merkt einfach, dass Disney halt da auch Kohle reingesteckt hat. Ja, sieht super aus, ist das Neue, ist nochmal am Anfang. Finde ich auch toll von denen, dass die nochmal genau darauf hinweisen, ja, dass diese App eben In-App-Käufe hat und eben auch Werbemessages und so. Die sind einfach fair zu einem, finde ich super von den Entwicklern da. Kann ich ein- oder ausschalten, ne, in den Einstellungen kann ich natürlich sagen, ob ich In-App-Käufe für dieses Teil eben überhaupt zulassen möchte. Also wenn ich das zum Beispiel an ein Kind gebe oder so, dann würde ich eben für das Spiel zum Beispiel die In-App-Käufe einfach ausschalten, dass es nicht geht. Und kann deswegen dann da besser arbeiten mit.
So, was ich auch nett finde, also ich gebe jetzt hier einfach mal mein Alter ein. Ihr könnt es ja wissen, ich bin 32. Gerald hier übrigens. So, was ihr auch seht, man sollte eben Audio anmachen und so, das ist nett geführt. Sie haben sich Mühe gemacht, einen einzuführen. Ah, at last. Welcome to the Disney Enchanted Library. I've been expecting you. As head librarian, I am responsible for your training. Now, I'm afraid I must step away. The maritime studies section has overflowed, and the autobiographies are in danger of becoming self-absorbed. Be on your toes. The library is full of strange and unpredictable magic. Young one, that is the Book of Little Tricksters, the BLT for short. Sure, it looks cute, but it's a very devious volume. And those little things that flew out all higgly piggly, those are tricker stickers, mischievous living pictures who love to create illusions and run amok. And you saw where they ran amok too, didn't you? My shelves, my books, this will not stand. Of course you didn't know. How could you? But I'll need your help to set this right. Actually, it will be excellent training. No time to lose. Head for that shelf there. So, und jetzt bin ich dran. Ihr habt gemerkt, also der Typ ist einfach klasse, ich finde ihn super. Die Atmosphäre ist nett gemacht, die Musik ist nett gemacht, die Zeichnungen sind nett gemacht, für Kinder und so einfach super. Selbst ich habe jetzt dann auch relativ lange gespielt und auch viel gemacht. Wie gesagt, meine Fortschritte sind jetzt weg, weil ich es nochmal neu installiert habe, extra für euch. Oh, my poor books! Quickly, open that one! So, und hier gibt es jetzt einfach verschiedene so Disney-Charaktere und Bereiche. Wir fangen an mit Donald. Das Problem bei dem Game leider ist, dass viele Sachen gekauft werden müssen. Also ich glaube Frozen und so, da gibt es jetzt viele, die man eben nachkaufen muss. Ich schau mal, ob man sie vielleicht auch durch einfach, wenn man weitergekommen ist und so gut dann auch bekommen kann und eben nicht mehr kaufen muss. Finde ich ein bisschen schade, weil es sind nicht so viele Levels, die ich jetzt ganz frei spielen kann. Aber ich gehe einfach mal rein und zeige euch mal das Ganze. Disastrous! There must be a calamity inside. Donald is gone completely quackers. Never mind, this is no time for levity. We must focus. Head to the first scene and catch those tricker stickers. So, wir müssen diese Tricker Stickers finden. Das sind so ganz spezielle Elemente in dem Wimmelbild, die wir eben finden. Und wenn wir die finden, dann lösen wir das Level eben da auf diese Art. Natürlich, die anderen Sachen muss man genauso lösen. Man kriegt dann Sonderpunkte für diese Trigger-Sticker und so weiter und so fort. Wir gehen also jetzt mal in das erste Level. Am Anfang ist das alles noch sehr geführt, später dann nicht mehr ganz so. Humbling Tomes! Those tricky little goofballs have created all these illusions so they can hide from you. What a mess! Clear some of the illusions away, so you can spot the culprits. Check your notebook. If something in the scene looks suspicious, give it a resounding poke. Ja, und ihr habt gehört, wir sollen eben diese verschiedenen Sachen jetzt hier finden. Das Prinzip ist ganz simpel. Restrain yourself, young one. Look for the illusions. Nicht anklicken. If you're at a loss, use your librarian's pencil case. What? I haven't told you about it. Impossible. Capital notion. I endorse this course. Our
easily. Give them a short break, and they'll ride back to the top of the case, ready to help again. Ja, ihr seht, das ist sonst wieder ein ganz normales Wimmelbildspiel, was ich jetzt irgendwie spielen muss. Schön daran ist, oder ein bisschen aufwendiger als bei vielen anderen Wimmelbildspielen, die ich bis jetzt so versucht habe, ist, dass der ganze Spaß hier im Endeffekt, Notification gekommen, egal, dass der ganze Spaß hier auch so ist, dass wenn ich an falsche Stellen klicke, er mir auch Punkte abzieht. Also solche Geschichten kommen da jetzt mit dazu, das ist nett gemacht, finde ich, und anders als bei anderen Wimmelbildspielen, wo ich einfach im Prinzip alles durchklicken konnte bis jetzt. Hier geht das eben nicht. Und jetzt soll ich eben hier verschiedene Sachen suchen, zum Beispiel da unten diese, was ist das? Ja, die Zitrone und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt weitermachen müssen. Ich würde mal eins fertig spielen. Geh mal hier auf die. Wo ist denn dieses Pottery-Ding? Da zum Beispiel. Pottery. A trigger sticker. Don't let it get away. So, und das ist jetzt ein Trigger-Sticker, den wir gefunden haben. Den muss ich nochmal anklicken, damit ich den erwische. Und sonst geht der weg. Und dann muss ich das Game ganz nochmal von vorne anfangen, weil dann hätte ich jetzt diesen Trigger-Sticker verloren. Und, ja, jetzt haben wir eben dieses eine Teil hier geschafft. Und ihr seht, Accuracy. Bonus, das heißt, wenn ich ein paar Mal falsch geklickt habe, kriege ich halt hier Sachen abgezogen. Und das finde ich nett bei dem ganzen Spaß. Wir können jetzt wieder hier rausgehen. Find and see. Well done. You've caught a tricker sticker. Time to put it back in the BLT where it belongs. So, und ihr habt gehört, ich soll es eben jetzt hier oben in dieses Buch reinbringen, weil ich eben dieses Teil jetzt gefunden habe. So many tricker stickers on the loose. Find the spot that matches your captive and click where all the und soll die Dinger jetzt einsortieren. Das heißt, ich sammle die jetzt irgendwie wieder in diesem Buch. Now, back to the shelf. You got other books to help. Genau, ich muss also die verschiedenen Bücher jetzt hier wieder von diesen Trigger Stickern befreien. Und auf die Art spiele ich das ganze Spiel. Und die Story ist eben, dass dieses Buch dieses Trigger Sticker verloren hat, die ganz böse sind und Illusionen eben erzeugen und mich verwirren wollen und so. Und ich muss eben jetzt die Sachen rausfinden und das alles hier wieder einordnen. Ihr seht, es sind verdammt viele. Und ich habe zwar vorhin erwähnt, dass ich jetzt nicht alle machen kann davon. So, wir haben dem jetzt einen gegeben, dann gibt es immer diesen Effekt da. Und ihr habt vorhin schon gehört, dass ich eben nur den Donut spielen kann, ohne jetzt was Neues zu kaufen. Hier muss ich leider dann eben mehr Geld bezahlen. Ich kann hier mal, kann ich darüber fahren schon? Ja, also Frozen und es gibt ganz viele verschiedene Teile. Hier ist Tangled, die neueren Sachen zumindest, Toy Story und Big Hero 6. Gibt's noch was, der Rest ist Coming Soon scheinbar und so weiter und so fort. Nett gemacht, wie gesagt, den anderen muss ich leider kaufen, da gibt's dann so Bundles und so, aber so günstig ist es nicht. Einzig daran schön ist, kann man hier oben sehen, es gibt nicht nur ein Level, was ich da spiele in diesen Teilen, sondern es sind 16 im Moment. Das heißt, ich habe immer wieder, zwar auf dem gleichen Bild dann, also ist ein bisschen simpel, finde ich, habt ihr dann unterschiedliche Sachen, die ihr finden müsst und müsst es eben ein paar Mal machen. Und irgendwann, wenn ihr es eben geschafft habt, diese Bar hier voll zu machen, pro gespielten Wimmelbild kommt neue, kommt dann immer mehr dazu, könnt ihr dann so einen Schlüssel abgreifen und der Schlüssel, der macht dann wieder neue Sachen auf, wie zum Beispiel das hier. Weil das ist im Moment ausgegraut, das kann ich im Moment noch nicht spielen. Ich muss also dieses Level hier jetzt ein paar Mal spielen, bevor ich diesen Schlüssel da bekomme, um das eben freizuschalten. Und es könnte sein, das habe ich noch nie ausprobiert, dass ich die anderen Bücher auch freischalten kann, indem ich eben diese Schlüssel da dann voll mache. Ich, keine Ahnung, wenn ich es irgendwie noch herausfinde oder demnächst mal wieder gespielt habe und ich komme darauf, dass man es weitermachen kann, dann würde ich es euch nochmal als Einblendung oder Anmerkung bei dem Video mit dazu packen. So, ich mache die Audio mal wieder ein bisschen leiser, weil wir für dieses Mal durch sind. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Auch die anderen Videos könnt ihr euch natürlich gerne anschauen. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 6 Stück oder sowas. Und das ist garantiert jetzt schon outdated, wenn ihr euch das anschaut. Diese Info. 7 haben wir. Mit diesem zusammen sind es 7. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auch dieses Mal wieder. Wie gesagt, ich finde diesen Erzähler hier ganz toll. Super Stimme, ich höre dem unheimlich gerne zu. Und ich bin ein Erzählgamer, deswegen macht mir das sowieso Spaß, sowas.
Und ich hoffe, ihr hattet auch wieder viel Spaß. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und wenn ihr Fragen habt, kommentiert. Wenn ihr, keine Ahnung, liked mich, abonniert meinen Channel und so weiter. Ich hoffe, euch einfach wiederzusehen und hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. So, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Woche. Da gibt es dann wieder ein neues Video bei Continuum Gaming, auch wieder mit 3 neuen Games Richtung Continuum. Alles klar, also dann bis zum nächsten Mal.